Die Bürgerinitiative Hoteldorf Zell so nicht, hat dem Bürgermeister die Unterschriften für einen Bürgerentscheid vorgelegt. Wie geht es jetzt weiter? Also wir haben dem Bürgermeister die Unterschriften übergeben und es waren fast 1000, sprich also 20% der Wahlberechtigten. Und die Gemeinde hat jetzt zu entscheiden, ob sie in einen Bürgerentscheid geht oder nicht. Was sind die Haupteinwände, die die Bürgerinitiative hat? Also dieses Hotel Dorf ist eigentlich überdimensioniert, führt zu unserer Meinung viel zu hohen Licht-, Lärm- und Rauchgasemissionen. Denn wenn man sich vorstellt, dass also 159 Apartments hier entstehen sollen, dann werden auch mindestens 159 Kraftfahrzeuge auf Parkdecks oder beziehungsweise Parkplätzen platziert werden müssen. Würde das mehr an Tourismus nicht einen massiven wirtschaftlichen Vorteil für die Gemeinde bedeuten? Also auch das haben wir überprüft. Wir haben bisher keine klare Antwort bekommen, wie groß die Kaufkraft wird für den Ort Ruhpolding aus diesem Apartment-Hotel. Wir befürchten, dass die Kaufkraft für den Ort viel zu gering ist und damit also die Wertschöpfung den Nachteilen nicht entsprechen wird. Sie selbst wohnen in der Nähe dieses Grundstücks. Ist die Bürgerinitiative eigentlich eine Interessensvertreter der Anrainer, die nicht ein Großprojekt vor der Haustür haben wollen? Also das wird uns vielfach vorgeworfen. Ich halte das allerdings für völlig verfehlt. Sie haben ja gesehen, wo ich wohne und ob jetzt hier ein Riesenhotel gebaut wird oder ein Hoteldorf, wird meine Aussicht auf die Loferer Berge oder auf den Rauschberg in keiner Weise stören. Und das geht den meisten Anliegern hier auch so. Wir möchten natürlich, dass die Emissionsgesetze eingehalten werden. Die Bürgerinitiative betont immer, dass sie nichts gegen ein Hotel haben, nur gegen das konkrete Vorhaben. Was müsste sich ändern, dass Sie einverstanden sind? Also es müsste ein völlig neuer Plan vorgelegt werden. Möglicherweise, ich empfehle auch der Gemeinde, sich Gedanken darüber zu machen, ob sie in diesem Projekt auch die richtigen Beteiligten gefunden hat. Sie reden hier über den TUI-Konzern. Ich rede auch über den TUI-Konzern, ich rede auch über die Projektgesellschaft und man muss eben halt auch darüber nachdenken, welche Risiken bestehen, wenn sich das Projekt nicht so realisieren lässt, wie angedacht.